Ja, servus, hallo und herzlich willkommen. Da sind meine Finger. In diesem Video möchte ich mal zeigen, was ich denn jetzt nur alles an der 701 gemacht habe, beziehungsweise was ich noch vorhabe. Ich habe mir natürlich wieder die beste Zeit rausgesucht. Die Sonne geht natürlich wieder fast unter und verschwindet dort hinter einer Wolke. Das ist richtig nervig. Ich habe das die ganzen Tage schon probiert, aber immer ist dort hinten eine große Wolke. Naja, okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange mit dem offensichtlichsten zuerst an, und zwar die Verkleidung. Ist schwarz lackiert. Die gibt es nicht in schwarz zu kaufen. Man muss die weiße nehmen, beziehungsweise vorne blau, was auch immer, was man möchte. Und dann zum Lackierer gehen oder folieren und dann schwarz machen. Darauf habe ich ein recht schlichtes Dekor, grau-schwarz. Das wollte ich in etwa so haben. Für die Handguards gab es nichts, aber naja, stört mich jetzt nicht wirklich. Ich wollte jetzt recht schlicht haben, ich wollte nichts so krasses haben und ich finde, das ist eigentlich echt schön geworden. So, dann fangen wir mal bei dem restlichen von vorne nach hinten an. Hier habe ich BMX-Packs verbaut. Kann man da reinschauen, da ist eine Gewindestange drin. Das heißt, ich habe die von der Länge her gekürzt, dann das Loch aufgebohrt und ein Gewinde reingeschnitten und dann eine M10-Gewindestange und einfach bloß drauf gedreht. Also die kann man wirklich mit der Hand wieder locker drehen. So, des Weiteren, was hier schön aufblitzt, oh Gott, da darf ich nicht fahren, das ist dreckig, sind die goldenen Schrauben. Das sind goldene Titanschrauben, genauso wie ich es hier habe, da, hier und auf der anderen Seite. Der muss da nicht stecken. Ich finde, die sehen richtig geil aus. Ich möchte mein Motorrad so ein bisschen schwarz-gold machen und ich finde, das passt richtig gut. Okay, was ich noch machen will, das sage ich dann später. Erstmal das, was ich schon gemacht habe. So, hier oben, wie schon gesagt, goldene Schrauben. Dann am Lenker. Ich habe einen schwarzen Lenker. Das ist ein Originallenker. Wenn es denn fokussiert, ja. Einfach bloß, weil mir der andere kaputt gegangen ist. Den hat es einmal aufgespaltet. Da wird gerade das Feld gemäht. Abgeerntet, meine ich. Ich wollte ja schon mal vor ein paar Tagen aufnehmen, da stand ja noch schön alles voll, aber naja. So, der schwarze Lenker, wie schon gesagt, habe ich bloß getauscht. Passt super. Dann die goldenen Griffe. Goldene Griffe mit der schwarzen Justierung bzw. Einstellung, finde ich, passen richtig gut. Brems- und Kupplungshebel, finde ich, sieht richtig gut aus. Dann die Shinjo-Lenkerendenspiegel nach unten montiert mit ein paar Distanzscheiben. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie das funktioniert. Kann ich ja mal verlinken. So, dann etwas sehr Offensichtliches. Ein Tecmo-Titan-Krümmer. Ja, das sieht natürlich richtig heftig aus. Auch wenn die Powerbomb, naja, etwas eigen ist. Denn man sieht das von oben. Die schaut recht weit raus. Das heißt, ich habe mir an der Stelle schon so oft die Motorradhose dran geschmolzen, wie oft ich die schon da abkratzen musste. Das ist echt nervig. Aber naja, so ist das halt. Ich hoffe, das Geräusch vom Mähdrescher wird jetzt nicht so laut. Da kommt es nämlich gleich zu mir. Hier ein Scar-Hitzeschutz, weil ich die Heckverkleidung geändert habe. Die Heckverkleidung ist einmal abgeschnitten, weil ich den Auspuff sehen wollte. Leider etwas zu kurz geworden, wie man das sehen kann, aber naja. So, des Weiteren ein Akraprovic-Endtopf drauf. Natürlich schön ohne dB-Killer, macht schön laut und sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. So, hier unten ein Carbon-Schwingenschutz. Mensch, das sieht richtig sexy aus. Naja, ich muss jetzt etwas warten, aber ich kann jetzt doch etwas weitermachen, weil die Sonne, die verschwindet nämlich schon wieder gleich hinter den Wolken. Das ist echt schlimm. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, diese Packs habe ich natürlich auch hinten montiert. Das sind genau die gleichen, mit genau der gleichen Gewindestange, aber die habe ich etwas länger gehalten. Die habe ich etwas länger gehalten als die vorderen. Des Weiteren habe ich den Schriftzug einmal gold gemacht, mit einem goldenen Edding.
kommt der nächste Traktor vorbei, alles klar. Also ich habe den Schriftzug Gold gemacht mit einem goldenen Edding. Und ich finde, das ist eigentlich richtig gut geworden, meiner Meinung nach. Das habe ich vorne und hinten gemacht, auf beiden Seiten. Also ich finde das echt schön geworden. Oh Gott, jetzt wäre ich hier richtig zugestiebt. Was auch noch markant ist, dass ich das Heck einmal verändert habe. Das ist eigentlich ein Standardheck. Das sind die Standardspiegel und das Standardrücklicht. Das ist eine Metallhalterung, die wird hinten angeschraubt. Da kommt das Rücklicht rein und die Spiegel. Und dann, ja, Kennzeichenhalter, ganz normal. Ich finde, das Heck sieht so viel cleaner aus, als wenn man das Originalheck nimmt und dann einfach einmal nach unten biegt oder was auch immer. Das sieht dann nochmal echt eigenartig aus. Der Acra, der sieht auch richtig geil aus. Schön mit einem großen Loch. Jetzt ist die Sonne schon weg, hinter den Wolken. Das ist doch furchtbar. Naja, das kleine Gerät hier habe ich ja auch noch verbaut. Diese Kleinigkeiten merke ich mir gar nicht, dass ich es überhaupt verbaut habe. Ein kleines Ölthermometer. Sieht man gerade, dass der Motor knapp 60 Grad hat und ich filme schon eine Weile. Also ist heiß. Ich darf wieder nicht den Auspuff anfassen wie das letzte Mal, als ich das probiert habe. Das hat nicht ganz funktioniert. Mir ist vorhin gerade eben beim Editieren aufgefallen, dass ich ja das Wichtigste vergessen habe. Wenn man den Krümmer fährt, beziehungsweise den Auspuff, bei dem Krümmer muss man nichts ändern. Bei dem Auspuff, wenn man den ohne DB-Killer fährt, dann muss man was machen. Und ohne Cut, aber das ist mit Cut. Ja, da ist keine Airbox mehr drin. Das ist ein Luftfilter. Und da das Steuergerät. Wenn ihr dazu noch mal was genaueres wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ich werde dazu jetzt nichts weiter erzählen. Ist ja auch illegal, damit rumzufahren auf der Straße. Mache ich natürlich auch nicht, ne? Ist klar. Da gehört das eigentlich noch mit rein. So, hier vorne. Aber naja, ihr wisst Bescheid. So, jetzt komme ich mal zu dem, was ich noch vorhabe, beziehungsweise was ich gerne noch machen würde, beziehungsweise, naja. Also einmal das Dekor. Oh Gott, sieht man das? Überall dieser kleine Staub hier drauf. Gerade eben erst geputzt, naja. Also das, was ich noch vorhabe, beziehungsweise gern machen würde, wäre das Dekor. Das ist jetzt das Schwarz-Grau. Ich würde das gerne so mit ein paar Goldakzenten haben. Das wäre an sich ganz geil, aber das werde ich nicht in naher Zukunft machen. Das ist bloß eine Idee. Naja, so, kommen wir mal weiter zu den Felgen. Was hier auch richtig geil aussehen würde, hat mich jemand drauf gebracht, wenn man die Speichen schwarz macht und die Nippel gold, dann würde das mit dem ganzen Gold beim Motorrad noch besser passen. Das würde schon echt edel aussehen, aber dazu muss man die Speichen einmal komplett auseinandernehmen, die Felgen. Das heißt Reifen runter, Speichen raus, andere Speichen rein, goldene Nippel, alles wieder zusammenbauen, zentrieren und so weiter und so fort. Und das ist einfach so viel Arbeit, das ist jetzt, jetzt gerade nicht wert. So, was ich des Weiteren auch vergessen hatte. Die Kanten von den Packs sehen ganz schön scheiße aus, da die durch den Regen anfangen zu rosten. Und das sieht echt kacke aus, deswegen möchte ich die einmal abschleifen, beziehungsweise dann schwarz lackieren und mit Colorlack. Ich überlege bloß noch, ob ich den Rand so lasse oder ob ich den auch mit schwarz mache. Das ist natürlich viel einfacher, den Rand einfach mit schwarz zu machen, deswegen, naja, mal sehen. Und ich habe über die schwarzen Speichen geredet und habe gesagt, dass das viel zu teuer ist, viel zu aufwendig. Ich habe mir, sag jetzt mal, die Billig-Variante dafür besorgt. Spokestyle ist schwarz. Werden dann drüber gemacht und dann mal sehen, wie es ausschaut. Wenn ihr wollt, kann ich darüber auch ein Video machen, wie man das jetzt nur genau macht. Aber es ist eigentlich recht simpel, recht selbst erklären, wie man das macht. Also das sollte jetzt kein großes Thema sein. Ha, fällt mir auch gerade ein, ich habe noch einen Motorschutz verbaut. Das habe ich ganz vergessen. Und wie man sehen kann, habe ich den schön heiß gemacht und ein Stück nach unten gebogen. Naja, damit der Schalthebel da noch Platz hat, weil der hat sonst dort aufgesessen. Von hier sieht man das ganz gut. Der hat sonst dort aufgesessen, weil ich den Schalthebel ein kleines Stück nach unten genommen habe, eine Stufe. Das würde ich gerne schwarz lackieren. Ich habe auch schon, also selber schwarz lackieren, anrauen, lackieren, Klarlack.
Ich denke mal, da ist nichts groß weiter dazu. Das würde auch recht schnell gehen. Aber zurzeit habe ich, naja, nicht wirklich viel Zeit, sowas zu machen. Dann sieht man dann das 701 immer noch. Des Weiteren, was wahrscheinlich auch geil aussehen würde, wenn die Aufnahmen bzw. die Lenkeraufnahmen allgemein in schwarz wären, bzw. das in schwarz und dann die Schrauben hier wieder gold. Das würde auch edel aussehen, aber das ist dann halt wieder echt teuer. Die ganzen Fliegen hier, oh Gott. So, der Krümmer, ob der so bleibt oder nicht, das, naja, das ist die Frage, weil es ist halt echt nervig, dass es immer so weit raussteht. Der Krümmer ist illegal, auch wenn er geil aussieht. Da habe ich vor, den Originalkrümmer einmal richtig zu erhitzen und dann sozusagen damit blau zu machen. Das würde auch funktionieren, da wäre das nicht so ein hellblau wie hier, sondern eher mehr so ein dunkelblau, wahrscheinlich sogar noch dunkler als hier. Lila, ich weiß es nicht, ich kenne gerade die Anlauffarben von Stahl nicht, aber auf jeden Fall wird es blau. Da würde ich dann auch den Hitzeschutz weiter behalten. So, des Weiteren habe ich schon eine neue Seitenverkleidung wie hier. Weil die ist mir etwas zu kurz geworden. Wie man sehen kann, guckt die Halterung vom Akraprovic durch. Das war nicht geplant. Eigentlich, naja, hätte ich dann schon gerne bis hier runter so in etwa. Das heißt hier weiter runter, dann hier gerade und dann hier wieder ran. Dann hier unten wieder ran. Das wäre so das Optimum, was ich dann wahrscheinlich noch machen möchte. Aber da ich noch nicht genau weiß, welchen Auspuff ich behalte, weil ich habe zurzeit den Akraprovic, den Euro 3 Akraprovic, der auch nicht legal ist für die Maschine, und den Euro 4 Remus, der legal ist, aber naja. Oh Gott, kann man das sehen? Die Felgen haben schon wieder eine richtige Schicht drauf. Ich habe die vorhin gerade eben geputzt. Das war mal wieder eine richtig gute Idee, hier auf das Feld zu kommen. Naja, an sich finde ich, ist das Motorrad richtig geil geworden. Also eigentlich genauso, wie ich es mir geplant habe. Aber verändern kann man ja eigentlich immer. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch daran verändern würdet, beziehungsweise was ihr denkt, noch geil aussehen würde an dem Motorrad. Naja, die Sonne ist jetzt mal wieder hinter den Wolken da verschwunden. Deswegen habe ich extra eher angefangen zu filmen. Das ist furchtbar, dass da hinten immer so eine große Wolke ist. Naja. Also jetzt habt ihr einmal gesehen, was ich alles an dem Motorrad verändert habe. Ich habe natürlich auch noch das andere Verkleidungsteil. Das heißt, das, was hier komplett nach unten geht, mit dem originalen schwarz lackiert, das habe ich natürlich immer noch. Das werde ich auch behalten, weil ich vielleicht mal mit Sozius fahren will. Und ich weiß nicht, ob der Sozius sich dann vielleicht an dem Auspuff verbrennt, an irgendwas davon. Das wäre dann natürlich ungünstig. Ich habe mich natürlich auch schon verbrannt, also jetzt nicht mich, aber meine Hose an den Krümmer. Deswegen ich den auch nicht ganz so geil finde, aber naja, so ist das halt. Ich glaube, da überfährt mich gleich ein Traktor. So genau, und weil man das Video ja nicht beenden kann, ohne mal einen kurzen Soundcheck gemacht zu haben, wie dieses Motorrad im Stand klingt, das kommt natürlich jetzt. Ha. Natürlich muss man wissen, dass der erste Gang noch drin ist. So. Also ja. Der Auspuff ist definitiv zu laut, ich weiß, und ich werde auch den DB-Killer wieder reinmachen. Ich wollte jetzt bloß für das Video den DB-Killer draußen lassen, weil das sieht einfach viel zu geil aus, wenn man den Auspuff dran hat, ohne DB-Killer. So, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen von meiner 701. Wenn ihr noch Ideen habt, was gut aussehen würde an dem Motorrad, dann lasst mich das wissen in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein,